Ja, hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen bei Battle Chaser Night War. Basierend auf den alten Comics der 90er Jahre, die ich persönlich nicht gelesen habe, ja, wollen wir mal reinschauen, was jetzt dieses RPG letztendlich ist. Ich habe hier schon ein paar Stunden drin verbracht, was man gleich sehen wird hier an den unterschiedlichen Speicherständen, die ich schon aufgebaut habe. Es ist wirklich ein großer Spaß und führt einen so ein bisschen zurück in die Zeiten von Japan RPGs, als sie noch richtig groß waren. Und halt richtig gut aussahen. Es ist nämlich sehr geil gezeichnet und sehr geil gemacht, das Spiel insgesamt. Und man muss vor allem nicht die Comics kennen, um es zu spielen, was ja auch immer recht wichtig ist. Wir haben also ein vollwertiges, geiles RPG, was ja vielleicht von der Gameplay-Mechanik in ein oder anderen ansprechen wird. Aber jetzt kommt erstmal die Geschichte, was überhaupt passiert ist. Jahre sind vergangen, seit der große Krieger und Anführer Aramus verschwunden ist. Zurückgeblieben sind seine mächtigen Panzerhandschuhe, Artefakte mit unbekannten Fähigkeiten, die ihrem Besitzer die Macht geben, Berge zu versetzen. So heißt es in den Geschichten. Ebenfalls zurückgeblieben ist seine Tochter Gally. Sie hat die Handschuhe ihres Vaters gefunden und damit die Ereignisse in Gang gesetzt, die sie zu einer bedeutenden Zielscheibe gemacht und in die Gesellschaft ihrer größten Verteidiger geführt haben. Nolan, der weise und mächtige Zauberer, dessen Zunge ebenso scharf wie sein Verstand ist. Sein mysteriöser Gefährte Calibretto, ein Kriegsgolem von immenser Stärke. Garrison, ehemals Gefährte und Waffenbruder von Aramus und nun verschworen, dessen einzige lebende Blutsverwandte zu beschützen. Und die gesetzlose Rote Monika, die ebenso schnell Feind wie Freund sein kann. Gemeinsam haben sie die kapitalen Lande bereist und dabei Gally gegen alle verteidigt, die nach der Macht ihrer Handschuhe trachten. Nolan, der es sich zur persönlichen Aufgabe gemacht hat, mehr über Mana zu erfahren, das die Magie und Technologie der Welt antreibt, hat die Gruppe zu einer geheimnisvollen Landmasse geführt, die als die Halbmondinsel bekannt ist. Gerüchteweise soll es dort früher gewaltige Mana-Reserven gegeben haben. Als sie sich der Insel nähern, wird ihnen rasch klar, warum so wenig über das Gebiet bekannt ist. Dum, 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 dum. Jetzt kommt übrigens eine geile Sequenz noch vorher, wo ich den Stil einfach liebe. Es ist zwar nicht komplett animiert durchgehend, aber man merkt so ein bisschen, in welche Richtung das geht, auch vom Humor her des Spiels. Weil natürlich Comicserie, die nimmt sich nicht so ganz knüppelhart ernst. Da darf auch mal was Witziges passieren. Na komm, jetzt. Alle gut festhalten! Worauf wartest du? Schieß zurück! Womit? Es ist ein Tarnkappenschiff. Wo ist die Tarnkappe? Ich meine doch irgendwas. Diese Kinder wissen nicht, wie leicht sie es haben. Ja. Wir werden geentert! Gally, geh unter Deck. Du machst eher schlapp als ich, weißt du noch? Da kommt noch mehr! Backbord! Also gut, Rote. Jetzt heißt es wohl ich und ich. Wie immer. Und so kommen wir in unsere eigene Situation. Wir landen über einem Eiland, abgeschossen von Banditen und müssen erstmal unsere Gefährten wiederfinden. Und dann finden wir ja das ein oder andere Quest hier auch noch. Es ist teilweise immer vertont, teilweise nicht. Wir spielen hier die letzte Beta-Version vor dem offiziellen Release und sind jetzt auf einer der, sag ich mal, Schlachtfeldkarten. Denn es unterscheidet sich hier in einmal eine Weltkarte, auf der wir uns bewegen können, und halt hier diese
ja, Erkundungsareale, die man halt betreten kann. Wo wir jetzt erstmal als allererstes starten. Lauf ein bisschen rum und als erstes werden wir nämlich den Kriegsgolem wieder finden. Der jetzt nicht, nicht Kriegsgolem-like ist, denn der hat eigentlich ein ganz weiches und liebes, wie soll man sagen, Gemüt in Wahrheit und will ja gar nicht kämpfen. Deshalb ist das auch der Heiler unserer zukünftigen Gruppe. Brado, geht's dir gut? Ja, fühlst du dich besser? Du hast dich ein paar Stunden ausgeruht. Ich war wohl nicht so ganz auf diesen Kanonenschuss vorbereitet. Hab ich das nur geträumt oder bist du vom Schiff gesprungen, um mich zu fangen? Bin ich. Wie sind wir heil unten angekommen? Nolan, wir sind durch ein Portal von ihm gefallen, das uns nur leicht verletzt auf dem Boden abgesetzt hat. Was ist dann mit ihm passiert? Das wissen wir nicht. Und Garrison? Monika? Garrison ist auch durch das Portal gefallen. Monika und Nolan scheinen verschwunden zu sein. Dann sollten wir sie suchen. Sie könnten sich verletzt haben. Garrison hat sich bereits auf die Suche gemacht. Bist du sicher, dass du schon wieder aufstehen kannst? Ich bin noch etwas wackelig, aber wir haben keine Zeit zu verschwenden. Es geht schon. Lass mich zuerst noch deine Wunden etwas mehr heilen. Dann treffen wir uns mit Garrison. Ja, jetzt hat sich da unsere Gruppe angeschlossen. Wir können uns in diesen Entdeckungskarten zwischen den Gruppenmitgliedern wechseln und können dann Dungeon-Talente benutzen. Wie zum Beispiel bei dem Kriegsgolem kann der uns heilen, beziehungsweise unsere Gesamtgruppe, während wir außerhalb des Kampfes sind. Das ist sehr praktisch. Und die junge Dame hier, die, man kann sich über die Stimme aufregen oder nicht, es muss ja nicht sein unbedingt, die kann sowas wie einen Stampfer machen auf dem Boden, um Feinde schon mal zu betäuben, bevor wir mit denen in die Schlacht gehen. Aber jetzt erstmal weiter nach Norden. Hier übrigens auch das erste Versteck. Diese Erkundungskarten bieten natürlich auch ganz viele Verstecke, wo wir Ausrüstung finden können. Das ist wirklich unglaublich umfangreich. Oder, naja, jetzt gibt es hier gerade keine Ausrüstung. Naja, das ist eigentlich das wahre Versteck hier hinten. Und es gibt halt so ganz viele kleine Geschichten und Quests, die immer wieder mal auftreten, die man dann abschließen kann, um ja weitere Ausrüstungsgegenstände zu bekommen. Später wird es auch so sein, dass Dungeons, das ist übrigens die Schnellauswahl hier, ich wollte aber eigentlich in das Inventar reingehen, was auch direkt so ein bisschen zeigt, wie umfangreich und wie, also, ja, auf wie viele Sachen man letztendlich später achten kann. Es gibt halt 5 unterschiedliche Ausrüstungsslots. Wir werden jetzt erstmal hier unsere Reisekleidung anpassen. Das Inventar ist auch sehr schön aufgeräumt. Da gehen wir nämlich mal hier mal rüber, können nach allem möglichen sortieren. Wir bekommen auch Teile fürs Crafting, also Waffen, Rüstungen, Amulette, Getränke. Hier sind die Materialien und Questgegenstände. Später können wir auch mit dem Händler natürlich Handel betreiben, um Geld wegzubekommen, Geld zu bekommen für Sachen, die wir nicht mehr benötigen. Und was wollte ich noch sagen zu den Dungeons? Dungeons gibt es auch in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Man kann sie nämlich auf normal, schwer oder später, wenn man sie einmal abgeschlossen hat, auf legendär spielen. Die werden auch zusammengesetzt aus so kleinen Schlüsselteilchen. Und dann läuft das, beziehungsweise, ja, ich glaube, sie sind immer wieder ein bisschen anders. Hier haben wir übrigens die Angelausrüstung. Man kann nämlich auch angeln und diese Fische haben unterschiedliche, ja, Werte oder beziehungsweise geben uns unterschiedliche Boni, wenn wir die fressen oder halt nur HP oder wir können auch dann Nahrungsmittel daraus herstellen. Also ganz viele Elemente, die man halt in so einem wirklich umfangreichen, guten RPG gern haben will. Und das macht halt das Spiel auch wirklich, ja, tiefgründig, ne? Also man knabbert hier schon dran, muss ich sagen. Es wird auch, am Anfang ist es noch ziemlich einfach, später wird es aber richtig knackig. Und so sehen dann die Schlachten aus. Wir schalten um in einen Final Fantasy Modus von früher, also das ist jedenfalls von den Final Fantasy, die ich noch gespielt habe, wo wir nach einer gewissen Reihenfolge, nach Werten der Initiative und so weiter, wird das dann aufgelistet links, können wir unsere Aktionen und Fähigkeiten nutzen. Das ist am Anfang noch alles sehr übersichtlich. Später bekommen wir bedeutend mehr Fähigkeiten, dass man schon so ein bisschen sich fragen muss, was soll ich denn jetzt machen? Und eine Besonderheit des Spiels ist, dass man halt von den Gegnern, also man lernt was von denen. Umso mehr Gegner man eines Types
tötet, umso mehr Erfahrung kriegt man von denen. Im Moment ist es so, wir wissen nicht, was die für Angriffe haben. Deshalb steht da unten rechts immer nur Fragezeichen. Später wird es so sein, dass wir die HP sehen können. Wir können sehen, welche Attacken die gerade versuchen zu casten. Und können dementsprechend besser auf die agieren. Man hat auch daran gedacht, dass man jetzt nicht unbedingt gegen jeden Gegner tausendmal kämpfen will. Vor allem, wenn man später über die Karte hinwegreist. Deshalb gibt es auch sowas wie... wenn die Gegner zu schwach sind, dann kann man über die einfach drüber hinweglaufen später im Spiel und muss die nicht mehr bekämpfen, weil sich das EP nicht mehr lohnen würde. Man wird also nicht, so wie es in anderen Spielen vielleicht manchmal der Fall ist, so zwanghaft aufgehalten weiterzukommen im Spiel. Fand ich auf jeden Fall eine tolle Idee. Und das ist übrigens jetzt die Übersichtskarte. Wir sollten auch in diese Richtung gehen. Ich bin sicher, es geht Ihnen gut. Aber für alle Fälle sollten wir uns beeilen. Bestätigt. Ganz viele Sachen sind übrigens vertont, wie vorhin, jetzt das Stück nicht. Es kann sein, dass in der Release-Version das Stück auch vertont wird. Da muss man halt schauen, es ist wie gesagt die letzte Beta-Version. Wenn es jetzt nicht der Fall ist, dann ist es halt einfach so. Es ist trotzdem sehr, sehr viel vertont und das reicht ja dann auch. So, hier sehen wir übrigens die Feinde in den Ecken. Hier können wir mal eben nachgucken. Auf dem nach Osten zeigenden Wegweiser steht Bergseedorf. Direkt darüber eingeritzt, die kryptischen die kryptische Botschaft jetzt nicht mehr. Und der Rest ist bis zur Unleserlichkeit beschädigt. Wir gehen jetzt aber mal eben hier hoch und machen den Kampf, weil das Icon liegt nämlich genau über einer Truhe, die wir öffnen können, um bessere Ausrüstung zu finden. Hier sind übrigens die Spezialfähigkeiten, die kosten uns Mana oder Kampfkraft. Wenn wir jetzt kämpfen und zum Beispiel einen Stoß machen, dann erzeugen wir 10 Kraftreserven und Kraftreserven können wir anstatt Mana ausgeben, aber die verfallen, nachdem der Kampf vorbei ist. Das präsentiere ich jetzt einmal. Defensivmatrix ist natürlich mit dem Schild dran, das würde unsere Verteidigung erhöhen. HP füllt sich nach der Schlacht übrigens nicht auf, da muss man selbst schauen, dass man die wieder auffüllt. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist das Tempo des Spiels. Also, obwohl es rundenbasiert ist und man eigentlich alle Zeit der Welt hat, kann man die Kämpfe auch relativ schnell durchspielen. So, machen wir mal Fähigkeit. Heilende Wellen wäre 15 Mana. Die machen wir jetzt mal auf unseren Verbündeten hier unten. Das dauert jetzt auch ein bisschen länger, weil Fähigkeiten müssen gecast werden und wirken nicht sofort. Das steht dann nämlich hier rechts unten, sehen wir gerade beim Stoß. Der Angriff wird sofort durchgeführt. Jetzt wird die heilende Welle gemacht. Wir kriegen ein bisschen HP dazu und es sieht halt wirklich sehr, sehr schön aus. Also mir gefällt der gesamte Stil sehr gut und ich denke mal, wenn Leute früher noch die Battle Chaser Comics gelesen haben, die werden davon sehr angetan sein, weil das halt einfach cool aussieht. Also ich habe mal in die Episode 1 von diesem Battle Chaser Comic reingeguckt und die haben sich schon sehr danach orientiert. Also vom Stil her ist das schon wirklich super. So, öffnen wir mal die Beute. Dann haben wir hier eine Talspeer-Tunika drin. Das können wir auch übrigens direkt im Inventar sehen, beziehungsweise welche Werte verbessert werden. Ich finde das Inventar auch wirklich sehr gut gemacht. Wo hier zum Beispiel Stufe 3 würden wir benötigen, um das anzulegen. Das sind wir noch nicht. Wir sind noch, glaube ich, Level 2 im Moment mit unseren Charakteren. Hättet ihr euch mal besser mit jemand anderen angelegt. Man kann übrigens, ich bin jetzt im Moment gerade mit dem Controller am Spiel, man kann es auch mit Maus und Tastatur ohne Probleme spielen, aber beim Controller kann man halt mit dem hinteren Bumper in diesen Übersichtmodus reingehen, um sich diese ganzen Bonusfähigkeiten mal anzusehen an der rechten Seite oder beziehungsweise jetzt sind negative Effekte, die wir auf die Feinde gelegt haben. Zum Beispiel die Flügelschläge, ist ja die Eile, die haben sich gerade für sich selbst gecastet und hier haben wir die Steigerung des erlittenen Schadens dadurch, dass unser Kriegsgolem den Bauchtreffer gemacht hat. Mal eben gucken, fügt über 4 Treffer hinweg 22 Schaden zu. Ist das Ziel zerrissen oder blutet es, wird ihm zusätzlich 7 Schaden zugefügt. So, damit haben wir beide ausgeschaltet und dadurch kriegen wir auch Bonus-XP. Also dementsprechend
wie wir Feinde ausschalten, hat man am Ende auch mal gesehen, dass man halt diese Übersicht hat, wie viel XP man bekommt. Können wir so ein bisschen Bonus dazu kriegen. Feinde respawnen übrigens auch auf der Weltkarte. Jedes Mal, wenn wir schlafen gehen. Also wir werden nachher noch ein Gasthaus finden und können in diesem Gasthaus dann pennen. Da oben links ist übrigens, wir haben den alles schnell getötet. Wir haben Doppelkill gemacht, 242 XP bekommen. Aber das Leveln der Charaktere, das passiert eigentlich so mit dabei. Das hat man nicht so im Blick, weil man vergibt ja keine Skillpunkte, sondern man vergibt später, jetzt lasst mich nicht lügen, wie sie heißen. Es sind, ich glaube, es ist auch noch gar nicht so drin. Doch. Ne, Kampffertigkeiten, das ist ja mit dem Aufstieg der Stufen kriegen wir es. Wir kriegen auf jeden Fall nachher noch eine weitere Geschichte mit, ach, wie hieß es? Kampftaktiken, glaube ich, heißen die dann. Und nicht Kampffähigkeiten. Und die Kampftaktiken kann man halt in zwei unterschiedliche Richtungen einstellen. Zum Beispiel der Calibretto kann eine Heiltaktikbereich halt ausbauen. Man kann die immer wieder verändern auch. Man kriegt halt eine gewisse Anzahl von Punkten, die man da rein investieren kann. Sowas wie ein Talentbaum kann dieses aber auch immer wieder verlernen und neu lernen oder umstellen, dementsprechend wie die Gruppe gerade ist. Und ja, da haben wir übrigens Garrison. Was du da auf dem Luftschiff gemacht hast, mich vor dem Kanonenschuss abzuschirmen. Du hättest dasselbe für mich getan. Vielleicht, aber mit schlechterem Ausgang. Du bist ein tapferes Kerlchen, aber vergiss nicht. Wir verstehen die Kraft der Handschuhe deines Vaters noch nicht richtig. Du musst vorsichtiger damit sein. Ich hatte keine Wahl. Nein, wohl nicht. Ich glaube, er wollte dir nur danken. Hast du eine Spur von Monika oder Nolan entdeckt? Nein, und dieses Dorf sieht lange verlassen aus. Im Osten sind Lichter am Horizont. Könnte eine Stadt sein. Wir sollten nachsehen. Falls sie überlebt haben, sind sie sicher dorthin gegangen. Was soll das heißen, falls? Nolan hat uns gerettet. Er kann auch sich und Monika retten. Da hast du wohl recht. Also lasst sie uns suchen. Tja, jetzt sind wir zu dritt. Mit dem Osten ist nämlich die Stadt, die wir erstmal aussuchen sollten. Obwohl, ich sehe gerade... Okay, da können wir nichts machen. Also hier hoch. Und hier gibt es Kriegsbeute. Es gibt immer so kleine Pergamentrollen, die sammelt man. Da sind halt unterschiedliche Informationen drin. Zum Beispiel, warum dieses Dorf zerstört werden musste. Oder zerstört wurde damals. So. Jetzt wird erklärt, übrigens das, was ich vorhin schon gesagt habe, man sammelt halt Kraftreserven, die man für Fähigkeiten einsetzen kann. Unser netter Freund hier ist übrigens ein damaliger Waffenbruder vom Vater von Gully und ist so eher als Damage-Dealer zu sehen, beziehungsweise der kann die Gegner später auch bluten lassen und solche Geschichten. Also jedenfalls kann man ihn als Damage-Dealer ausbauen. Man kann natürlich auch den zum Verteidiger machen und Gully zum Angriff nutzen, obwohl Gully eher so Fähigkeiten hat zum, ja, zum Tanken. Man kriegt später auch sowas wie, wie nennen wir es am besten? Ja, wie die Aggression, also beziehungsweise Aggro erzeugen, würde ich jetzt beim MMO sagen. Und dann würde Gully halt immer die Treffer kassieren von den Feinden. Also hat alles schon taktische Elemente. So, da ist das kleine Dorf und auch der erste, ja, Angelpunkt, wo wir uns halt dann so ein bisschen auffüllen können, beziehungsweise so die ersten Menschen treffen hier auf der Insel. Und wir sollen hier erstmal so ein paar Türen klopfen. Und mal erstmal fragen, wo sind wir? Und es ist natürlich die Ortschaft Habensweg und man muss keine Angst haben. Und es ist, der Name ist mehr bellen als beißen. Ach, hallo? Also man verliert sich hier nicht in ganz tief, also beziehungsweise langfristige Dialoge, wenn ich dran denke. Jetzt zuletzt bei Divinity Original Sin 2 war ja unglaublich lange Dialoge. Hier ist das alles ein bisschen kleiner gehalten. Wer seid ihr denn? Das ist eine grobe Art, Fremde zu begrüßen.
Ja, als Fremde wisst ihr nicht, wie grob wir hier werden können. Ich nehme an, wir werden es ganz schnell erfahren. Das Fell muss dick sein, wenn man auf einer einsamen Insel wie dieser überleben will. Und der Hammer sollte schwer sein. Wo wir gerade von einsamen Inseln reden, wie seid ihr hier gelandet? Wir waren mit einem Luftschiff unterwegs. Dann haben uns Piraten überfallen. Das kann gut sein, obwohl es keine Piraten waren, wie du sagst. Banditen, ganz einfach. Nur Strolche und heiße Luft, aber in letzter Zeit sind sie eine richtige Landplage. Banditen, für wen arbeiten sie? Tja, als Banditen, wohl für sich selbst. Obwohl sie sich in letzter Zeit anders verhalten als vorher. Weniger konfus, besser organisiert. Das macht dem kümmerlichen Rest hier Sorgen. In der Schlacht wurden wir von einigen unserer Freunde getrennt. Wir glauben, sie könnten sie haben oder wissen, wo sie sind. Wir würden gern mit ihnen reden. Ja, reden. Ein paar Schwächlinge waren im Morgengrauen hier und haben Ärger gemacht. Wir haben sie verjagt. Folgt ihnen nach Süden, wenn ihr glaubt, dass ihr eure Freunde findet. Wenn nicht, bereuen sie es. Seid auf der Hut. Sie müssen da irgendwo ein Lager haben. Ja, willkommen. So, man kann natürlich noch ein bisschen mehr mit denen reden. Später, aber natürlich, das ist ja ein Schmied, der wird uns natürlich das ein oder andere auch herstellen können und uns Waren geben. Ansonsten haben wir das Gasthaus, wo wir noch ein paar Sachen einkaufen könnten, wenn wir jetzt gerade viel Geld hätten. Mal eben kurz schauen, gewöhnliches Ale. In den Kessel zusammengesteigert die Abwehr in den nächsten paar Schlachten um 24. Wenn man den armen Fraß etwas frisst. Zu trinken? Bleibt durstig! Ansonsten können wir noch die anderen Häuser hier anklopfen. Da kriegen wir aber häufiger jetzt kein Feedback oder keine Antwort. Der Sammler ist einer, der uns eigentlich relativ gute Sachen verkauft, auch über das ganze Spiel hinweg. Aber die ändern sich halt permanent oder zum geheimnisvolle Kassette aus dem Eisernen Außenposten. Eine wahllose Sammlung von Zeug aus dem Eisernen Außenposten. Der Sammler erlaubt keinen Blick hinein, also sowas wie, ja, russisch Roulette, nein. Was wäre das Richtige? Glücksspiel. Es ist einfach der Glücksspieltyp. Hier ist Jägerin Raja. Die erzählt uns jetzt gleich ein bisschen was darüber, wegen Erfahrung sammeln durch das Töten von Monstern. Und es gibt später auch noch Geschichten über mächtige Kreaturen, die hier in der Welt versteckt sind, die man dann auch noch verfolgen kann, jagen. Also es gibt auf jeden Fall viel zu entdecken. Ich werde das jetzt mal einfach überspringen. Bei den Inhalt habe ich euch gerade eigentlich gesagt. Ja. Genau, jetzt haben wir das Bestarium. Was auch genau die Geschichte ist, die ich vorhin erzählt habe. Wir machen gewissen Kampfwissen-Fortschritt hier rechts oben und erfahren dadurch immer mehr über diese Gegnerart. Aber auch wenn wir eine Bestie häufig töten, wie zum Beispiel wir töten 50 Schleime, bekommen wir halt Ausdauer von allen Helden, wird dann um 1% erhöht. Oder wir steigern die nochmal um 1%, wenn wir 100 Feinde im eisernen Außenposten töten. Und jetzt haben wir auch mal den Bereich der Sagen geöffnet. Da ist mich hier diese Kriegsbeute angewiesen, wo wir, wenn wir das abschließen, auch einen Bonus bekommen. Beziehungsweise wir können dann Prismenflakons herstellen, die 60 Lebenskraft und 40 Mana wieder hergeben. Beziehungsweise auffüllen bei uns. So, Kuriositäten. Das ist ein komischer Typ, der aber mit Tränken eigentlich zu tun hat. Das heißt, die Kuriositätenladen, aber in Wahrheit ist das eigentlich der Alchemist des Dorfes. Wir werden jetzt erstmal uns auf den Weg machen zu den Banditen. Da ist übrigens die Gesamtkarte von diesem kleinen Bereich. Das geht alles später noch so ein bisschen nach Osten weiter. Das ist das, was wir zurzeit sehen können. Da rechts sehen wir übrigens schon eine Kanone, die hält uns zurzeit noch davon auf, dass wir da rübergehen können. Das wird dann storyrelevant später. Ein bisschen, müssen wir die umlaufen und dieses Team da ausschalten, um halt den nächsten Bereich freizuschalten.
Aber erstmal geht es darum, diese Banditen zu finden und herauszufinden, wo denn das Hauptlager der Banditen ist, um unsere Freunde zu finden. Wir können übrigens auch den Abschlussbericht überspringen beim Spielen. Also wer sich da nicht die ganze Zeit nehmen lassen will, um zu sehen, yay, wir haben so und so viel XP bekommen, kann einfach B drücken, wenn er mit dem Controller spielt am PC. Dann würde der direkt einen weiterkommen. So. Wir haben übrigens, dadurch, dass wir ein Level-Up hatten, dieses Faustbeben bekommen. 34 Schaden auf ein Ziel. So, er hat Kriegsklinge, das verbraucht bis zu 40 Kraftreserven. Deshalb wir sammeln erstmal wieder ein bisschen. Er sammelt auch schneller Kraftreserven von unten. Der hat nämlich jetzt 15 dazu bekommen. Ach, der kommt nicht mehr dran mit den heilenden Wunden. Die nächsten drei Runden bekommt man immer 3 Lebenskraft geheilt, wenn man Schaden bekommt. Diese Fähigkeiten steigen übrigens auch mit den Levels der Charaktere mit an. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, als ich gespielt habe. Meine 6 Stunden, die ich hier schon rein versenkt habe, privat. So. Jetzt können wir natürlich uns den ganzen Kram angucken am Ende, aber ich drücke einfach direkt B und komme sofort wieder auf die Weltkarte. Ich finde das gut, so entgehen die so ein bisschen dieses, dieses extreme Upgrinden. Das Spiel ist schon so ein bisschen auf Grinding ausgelegt, ne, dass man sich halt die Sachen genau anguckt oder dass man halt viel kämpft. Aber das macht es halt sehr charmant und sehr, ja, human, sag ich mal, für den normal westlichen Spieler, der vielleicht nicht 8000 Sachen sehen will nach jedem Kampf. So, anscheinend war kürzlich noch jemand hier. Der Geruch ist jedenfalls frisch. Der Bandit, den Grimbart verjagt hat. Überfall. Fahrt zur Hölle. Auf in den Krampf. Da sehen wir auch, dass der eine sich tarnen kann. Das kann man aber schaffen, beziehungsweise man kann ihn aus der Tarnung rausholen, indem man Fähigkeiten benutzt, die das benachbarte Ziel auch Schaden zufügen. Übrigens, bei ihm ist das so hier, weil er so Stacheln vorne dran hat, dass wir auch Schaden bekommen, wenn wir den angreifen. Ah, jetzt habe ich den nicht mehr aus der Tarnung rausgeholt. Das wäre jetzt passiert. Wie man sieht, Vergiftung gibt es auch. Jetzt haben wir mehr Eile in der Gruppe. Also wir sind schneller wieder dran. Beziehungsweise führen auch unsere Fähigkeiten schneller aus. Gut, dass du ihn angreifst. Er heilt sich nämlich jetzt. Boah, ein HP. Dum, 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 dum. Der Brieföffner. Ein Schwert für... Ups.
Der Brief, den er sich bei sich hatte, ist versiegelt. Muss wichtig sein. Was steht darin? Schwer zu sagen, er ist mit Blut besudelt. Irgendwas über Fremde, die wahrscheinlich wir sein müssen. Außerdem irgendwas über einen Außenposten. Vielleicht wird der Schmied im Ort schlau daraus. Warum habe ich bloß das Gefühl, dass es kompliziert werden wird? Weil, wenn es zu einfach wäre, geht ja nichts mehr. So, Ausrüstung, andere Klinge. Bonusschaden wird zwar reduziert, aber der Basisschaden wird um 12 erhöht. Also nehmen wir die andere Waffe. Guck mal eben, ob da was versteckt ist. Haben wir hier hinten noch eine Kiste für. So, gepolsterte Lederweste. Die wird wahrscheinlich auch für ihn sein. Und der Zyklon ist für unseren Kriegsgolem. Ich sag Kriegsgolem immer, weil das einfacher ist als sein eigentlicher Name. Calibretto. Garrison Gully. Nolan und Mareike. Miranda. Irgendwas mit M. Nehmen wir die Schlacht noch mit, weil dann kriegen wir direkt Level 3 mit unseren Charakteren. Wir sehen übrigens jetzt, dass wir von den Fledermäusen zum Beispiel schon die HP sehen können im Kampf. Und dass der gerade den zahnbewehrten Streich wirkt. Ich verprüge die mal eben schnell. Wieder ein Sieg. Ja. Level 3. Und wie ihr seht, mache ich nichts effektiv nach dem Stufenaufstieg. Hier wäre ein Tor, um in diesen Sumpf zu kommen, das Südtor. Hier kann ich aber noch nichts machen. Das Tor ist ziemlich groß. Was wollen Sie damit draußen halten? Oder drinnen? Wie auch immer, ich glaube nicht, dass wir es öffnen können. Wenigstens noch nicht. Da könntest du recht haben. Man sieht aber schon, hier ist irgendwie so ein Podest. Und später kann man halt hier im Bereich natürlich das Tor auch öffnen. Aber man muss ja irgendwie den Spieler davon aufhalten, jetzt schon in einen zu hochstufigen Bereich zu kommen. Und dafür sind halt immer mal solche Hindernisse auf der Karte zu finden. Beim Level-Up werden natürlich auch HP und Mana wieder aufgefüllt. Klassiker. In der guten alten Zeit. So, auch zurück zum Dorf. Da unten rechts übrigens über die Brücke kommen wir auch nicht. Da ist eine Tür. Die kann man nur von der anderen Seite öffnen. Jetzt geben wir dem Schmied erstmal den Brief. Ich glaube, wir haben einen der von euch verjagten Banditen gefunden. Er hatte einen Brief bei sich, den wir nicht ganz entziffern können. Dann lasst mal sehen. Ja, die Tinte sieht frisch aus. Da steht irgendwas von einer alten Waffe. Sonst noch was? Dass Fremde auf die Insel kommen. Die wahrscheinlich alles komplizieren. Fremde? Komplizieren? Sind wir damit gemeint? Das geht hieraus nicht hervor. Aber es ist vom eisernen Außenposten die Rede. Das steht fest. Was ist das? Und wo? Die gewaltigste Befestigung südlich der verschneiten Lande.
Lange verlassen, aber zuletzt sind da Banditen ein- und ausgegangen. Weiß der Himmel warum? Das Nordtor ist abgesperrt, damit niemand in diese Richtung gehen kann. Hier ist der Schlüssel. Ihr seht aus, als könntet ihr auf euch aufpassen. Aber ich hätte gute Waffen zum Verkauf anzubieten, die ganz nützlich... Ein paar andere hier im Ort haben auch nützliche Dinge. Ihr könnt euch ja mal umsehen. Vielleicht werdet ihr fündig. Das heißt, wenn sie auf euer Klopfen antworten. Tretet ein! So, jetzt können wir den Schmied zum Beispiel hier auch ausbauen. Und wir haben ein Buch bekommen, Einführung in die Schmiedekunst, die uns, ja, das Buch hilft uns selbst, Rezepte zu benutzen. Beziehungsweise, da sind halt Rezepte drin, die wir selbst ausführen können, wenn wir unterwegs sind. Aber dafür muss man wirklich manchmal explizit die Sachen sammeln. Was ich hier so ein bisschen komisch fand, ist, man muss diese Bücher immer anwenden. Da sehen wir K.O.-Handschuhe, Handschuhe könnten wir jetzt herstellen. Da ist unser Crafting-Bereich, sehen, ob wir die Sachen haben und sehen, ob jemand in der Lage wäre, das zu benutzen und würde ihn das besser machen. Wie es bei Gully würde es halt den Bonusschaden erhöhen und den Basisangriff um 16 erhöhen. Und unten sehen wir übrigens auf der rechten Seite, so ein bisschen mittig, was für eine Produktionsstätte wir dafür brauchen. Also man findet in den Dungeons sowas wie eine Werkbank oder einen Schmiedetisch oder einen Alchemiebereich, den wir dann benutzen können, um solche Gegenstände herzustellen. So, gehen wir mal eben rüber zum Alchemisten bzw. zum Kuriositätenladen. So, nehmt dieses Flakon mit, es bringt jeden, der in der Schlacht fällt, wieder zurück. Sehr schön. Das ist so ein bisschen der kleine Noob-Hilfsbonus von Qual. Jetzt können wir das Tor im Norden aufmachen, uns auf den Weg machen. So, Nordtor-Schlüssel benutzen. Nämlich zu da ganz links oben. Später gibt es sowas wie einen Teleporter-Dienst, der uns hier auch über die Karte bzw. Wege abführt. So ein bisschen Diablo-like, obwohl Diablo-like ist vielleicht übertrieben, weil wir nicht immer direkt zum Dorf kommen, sondern zu den unterschiedlichen Portalsteinen, die wir halt aktivieren müssen erstmal. So, wir sehen, wir haben die Zornwelle dazu bekommen, fügt allen Feinden 32 magischen Schaden zu, jetzt bei einem einzigen vielleicht nicht so praktisch oder interessant. Witzig übrigens, ich habe das vor einem Monat sehr viel gespielt und man merkt schon, dass die nochmal ein bisschen geschraubt haben am Balancing, also am Schwierigkeitsgrad vor allem. Der Anfangseinstieg ist etwas leichter, als er vorher war. Was aber noch nicht heißt. Vielleicht haben sie es geändert, damit die Leute jetzt nicht komplett die Ruinen gleich hier abseits der Straße. Sie sehen militärisch aus. Das muss einer der alten Vorposten des eisernen Außenposten sein. Was bedeutet, der Außenposten ist in der Nähe. Sollen wir die Ruinen durchsuchen? Scheint mir nicht so dringend zu sein und ist auch nicht so dringend. Deshalb laufe ich jetzt erstmal dran vorbei. Wir könnten natürlich reingehen. Das eilt gerade aber nicht. Und nicht wundern, dass ich zurzeit nur normale Fähigkeiten verwende. Es lohnt sich meistens für die normalen Gegner, vor allem so früh im Spiel, noch nicht wirklich die Fähigkeiten einzusetzen. Manchmal macht es natürlich Sinn, die Heilung vom Kampfgolem zu nehmen. Aber zurzeit wäre es einfach nur Mana-Verschwendung. Die können wir alle so einfach niederstrecken. Deshalb, das passt schon. Gucken wir mal eben, wo wir sind. In etwa. Wir sehen uns übrigens nicht auf der Karte. Da können wir nur die Wege einsehen. Aber man kann, dass das jetzt nicht so riesig ist, weiß man generell immer, wo man ist. So. Diese Salami hat sich versteckt. Deshalb gehen wir erstmal auf Verteidigung. Tja. So nicht, du Banditenschurke.
fehlt noch so ein bisschen dieses aufopferungsvolle, ich sterbe jetzt, mir tut alles weh. Noch ein paar Sachen zum Einsammeln. Und jetzt kommen wir zum Außenposten, der halt als Dungeon gilt. Dementsprechend kann man einstellen, beziehungsweise wie wollen wir den denn erfüllen? Es gibt normal, heroisch. Ich habe vorhin gesagt, glaube ich, normal und schwer ist ja. Es steht ja mittel und schwer dran an der Herausforderung. Die Teil, beziehungsweise die passt sich übrigens an dementsprechend, was für ein Level wir gerade haben. Und ganz rechts wäre, glaube ich, der legendäre Modus. Da kommen wir gerade noch nicht hin. Weil es, ja, dafür müssen wir ihn erst einmal durchspielen. Ich werde den Dungeon jetzt mal auf schwer betreten. Das habe ich beim ersten Mal spielen nicht gemacht. Und bin mal gespannt, wie so die ersten Gegner sein werden. Aber höchstens der Endgegner wird richtig ärgerlich. Die Karte ändert sich übrigens hier drin. Jetzt sehen wir nämlich, das sind so einzelne Blockelemente. Und rechts oben sind, glaube ich, die Geheimnisse, die man finden kann, was zwei sind. Und links oben steht, wir haben 10% des Dungeons erforscht. Und haben so einen Indikator dafür, was denn noch zu machen ist hier. Das ist der eiserne Außenposten. Ziemlich gut beleuchtet dafür, dass er verlassen ist. Wir haben uns nicht sonderlich vorgesehen. Wir sollten auf Widerstand vorbereitet sein. Wann sind wir mal nicht vorbereitet? Wir sind immer vorbereitet. Jetzt wird es mich auch mal interessant, die Fähigkeiten zu benutzen. Zum Beispiel hier dieses Reinrushen von unserem Damage-Dealer. Wir sehen direkt, dass die Feinde erstmal 3 Level höher sind als wir. Dadurch, dass ich das auch schwer gemacht habe jetzt. Wir müssen erst den Antreiber angreifen, weil der ist in der Lage, den Feind zu verstärken. Ja, das tut alles ein bisschen weh. Man kann übrigens auch nicht unendlich Kraftreserven ansammeln. Wie zum Beispiel jetzt sehen beim Kampfgolem, bei 20 ist halt Feierabend. Bei Gully ist auch bei 20 Feierabend. Dann sollten wir halt einen Angriff machen, oder 18 sind sogar zur Zeit nur. Nur unser DD kann eine ganze Ecke mehr sammeln. Ich glaube, bei ihm ist bei 45 Schluss, wenn ich jetzt so tippen müsste von der Leiste her unten. So, nicht Gabe in der Natur, sondern heilende Welle. Deckungsschuss. Fügt 27 Schaden zu und wandelt 75% des Schadens in ein Schutzschild um oder den Streuschuss oder das Faustbeben. So, haben wir Metzeln gemacht. Dadurch bin ich mir gar nicht genau so sicher, was wir gerade durch das Metzeln noch zusätzlich gemacht haben. Ich glaube nicht. Ist nur Schaden. Ach so, und ein benachbarten Ziel. Hätte ich über den Sammelstreich machen müssen. Ja, aber dafür, dass die dann so schwer sind, kriegen wir auch mehr EP. Und dann geht das Level natürlich schneller. Level 4. Oh, und wir haben einen übersehen an der Ecke. Leider können wir zurzeit noch nicht die Gruppenfähigkeiten einsetzen, die später halt unabdingbar ist. Weil noch nicht die richtigen Fähigkeiten freigeschaltet sind, sodass Gully zum Beispiel die Aggro halt auf sich ziehen kann.
Deshalb muss man es ein bisschen nachsehen. Es wird natürlich taktischer später. Dass mich zurzeit zwei Treffer töten könnten, ist schon ordentlich. Also wenn mich auf der Erkundungskarte alle drei angegriffen hätten auf einmal, wäre es nicht so gut gewesen. So, Geschichte des Eisernen Außenposten, das sind dann unsere Sagen, die wir wieder einsammeln. Es gibt natürlich auch Kisten hier zu finden. Die Pfeile oben zeigen uns an, in welche Richtung noch irgendwas ist. Dieser mysteriöse Würfel summt vor Energie, als ihr euch nähert. In einer seiner Flächen ist eine Inschrift eingeritzt. Manche Kästen geben, dieser nimmt. Fang, wenn du kannst, dann erwartet dich Stärkung. Ihr könnt ihm ein Stück Ausrüstung geben, wisst aber nicht, was dann passieren würde. Doch, wir wissen schon, was passiert. Kann ich euch jedenfalls sagen. Wenn man was in diesen Würfel gibt, verschwindet es und taucht irgendwo anders im Dungeon wieder auf und ist dann stärker. Also es ist halt, wie soll man sagen, Verstärkungswürfel, ne? Sowas in der Art. Nur unser Ausrüstungsgegenstand ist erstmal weg. Hier sehen wir auch, dass es Fallen gibt. Später kann einer unserer Charaktere, wie heißt es? Auch schleichen. So kommen wir an Feinde besser vorbei, wenn wir halt gerade noch nicht kämpfen wollen. Es war übrigens gerade betäubt, weil ich habe nochmal schnell X gedrückt, bevor wir in den Kampf sind. Und so konnte Gully nochmal eben schnell so einen Betäubungsschlag auf den Boden setzen. So wie jetzt zum Beispiel. Aber man hat pro einmal ausruhen, kann man das halt nur 6 Mal verwenden. Deshalb, man sollte schon ein bisschen mit Bedacht da den Kram einsetzen. Übrigens, solche Sachen kann man sehr gut kontern mit der Gabe der Natur. Dass halt von jedem Schuss, wenn er getroffen wird, 4 wieder geheilt werden. Gerade war ja mit diesem Revolver-Kram 5 Schaden jedes Mal. Du machst mal die heilende Berührung. Später gibt es auch sowas wie ultimative Fähigkeiten. Die werden aber auch erst im Verlauf des Spiels freigeschaltet, so dass man halt wirklich nach und nach rangeführt wird an das Spiel und auch ans Prinzip des Spiels. Ich weiß, ich habe bei Gamescom zum Beispiel das erste Mal Spiel gespielt in der relativ guten Demo, aber trotzdem war es halt unglaublich schwierig. Es war schon ziemlich weit im Spiel voran und man hat so viele Fähigkeiten später. Und wenn man sich da nicht eingespielt hat, macht es das sehr, sehr schwer. Ach, hätte ich mal doch diese Gabe eingesetzt, aber ich glaube, jetzt ist es ein bisschen spät. Weil sind ja eh schon fast alle tot. Na, es wird immer noch gut gewesen.
Und ja, man kann auch fliehen. Das muss ja gerade nicht sein. So, mal eben durchwechseln. Dann kann er mal die Heilung einsetzen, um unsere Gruppe außerhalb des Kampfes hochzubekommen. Kann nicht benutzt werden, wenn Feinde in der Nähe sind. Das ist übrigens ein Teleporter. Mit dem können wir uns im Dungeon halt hin und her porten. Vom Schrein der Erfahrung trinken. Natürlich trinken wir. Steigert die in der Schlacht gewonnenen XP um 25%. Für 3 Kämpfe. Ja, ja, komm her. Du bist nur ein einzelner Gegner, das kriegen wir aber noch hin. Aua. Bitte tötet den noch nicht, weil ich möchte die eine Heilung jetzt noch durchbringen. Weil der eine Angriff war natürlich jetzt ziemlich schmerzhaft. Sehr schön. Wenn wir übrigens in die Falle reinlaufen, das macht halt Schaden. Dann sehen wir direkt unten, das wird halt abgezogen von dem aktuellen Kämpfer, den wir ausgerüstet haben. Beziehungsweise mit dem wir rumrennen. Und ach, guck mal, jetzt haben wir nämlich Verspotten bekommen. Mit Verspotten können wir jetzt auf Gully die Gegner ziehen, aber das ist immer an die Anzahl der Angriffe gekoppelt. Also, jetzt werden die nächsten 3 Angriffe auf Gully gehen, während die anderen safe sind. So, jetzt haben wir mit ihm auch die Fähigkeit, Blutungen auszuteilen. Jetzt können wir den Schaden wenigstens gut konzentrieren. Ja, der hat übrigens das Bluten durch die Falle, die hier im Kreis fährt. Ich habe nämlich gerade schon gefragt, warum hat der denn Blutung drauf? Ja, weil die immer in die Falle reinlaufen gerade. Die schlauen Kerlchen. Deshalb kommen die auch mit ein bisschen weniger HP in den Kampf rein. So, damit ist der Bereich geklärt. Vom Schrein der Stärke trinken. Deine Angriffsstärke wurde gesteigert um 20%. Für 3 Kämpfe. Ha! Sehr schön. Sind noch Feinde in der Nähe, dann wollen wir die mal eben ausschalten.
den inzwischen von den Schleim und von den Ruinfledermäusen die, ja, die HP, was die casten und alles, haben wir auch genug gekämpft inzwischen gegen die. Ich leg mal direkt eine Heilung auf Gully, weil die jetzt alle drei Angriffe kassieren wird. So, du machst die Zornwelle, das Schaden auf alle Gegner. Direkt wieder verspotten. Bam. Gut. Wirkt Schleimspeichel. Waren das die Gegner hier? Da kann ich mich nochmal angeln zeigen. Ach komm, da oben ist noch ein Feind. Das ist aber jetzt... Ja, das ist auch noch... Man muss den Bereich wirklich leer machen. Wir haben eine Dungeon-Karte gefunden. Können wir genau sehen, was hier alles noch ist. Bring ihn zum Bluten. Tja, du musst direkt die heilende Welle einsetzen. Unsere Dame verspottet die erstmal. Jetzt können wir die Verteidigung nutzen. Dadurch können wir nämlich den Schaden um 50% reduzieren für eine Runde. Das ist manchmal ein bisschen irritierend. Das eine hat ja mit restlicher Abwehr zu tun. Das andere ist dann an Runden gebunden. Also von dem Zeitablauf. Aua. Kein Schaden an alle, bitte. Das wäre gerade ein bisschen fatal. So, weil der Antreiber jetzt zuerst gestorben ist, bekommt der Bandit noch ein bisschen Bonus auf seine Angriffe. Ich glaube 10%, ah ne, sogar 35%. War vielleicht nicht die schlauste Methode gerade, den zuerst zu töten. Aber wenn wir jetzt drei Angriffe noch haben, fällt der ja auch um. Ja. Klingenblatt. Nicht benutzt werden, wenn Feinde in der Nähe sind. Ja, dann schaffen wir es leider nicht, noch Angeln zu zeigen. Aber es ist ganz einfach, Angel reinschmeißen und in die gegengesetzte Richtung des Fisches mit dem Controller zeigen, damit man den an Land ziehen kann. Auf jeden Fall war das angespielt zu Battle Chaser.
Also nicht nur ein Spiel für Fans des alten Comics, sondern wirklich für jedermann, der halt RPG mag und auch so ein bisschen taktischen Kampf. Auf jeden Fall ein tolles Spiel, eine tolle kleine Perle in dem Markt des ja zuletzt sehr erfolgreichen Divinity Original Sin 2, obwohl ich würde es ein bisschen anders einstufen, weil natürlich der Kampf was anderes ist und der ganze Aufbau. Und es auch wirklich mal jemanden, der vielleicht abends mal eine Stunde Rollenspiel erleben will, für den ist das auch noch was. Jetzt können wir nochmal eben hier gucken. Tunika, die andere anlegen. Was haben wir hier? Das wäre genau gleich stark. Die wäre noch ein bisschen besser. Sehen halt, überall sind halt Werte plus, minus, schieß mich tot. Da kann man sich halt richtig tief reinarbeiten. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall so würde ich eine Empfehlung mal für ein echt gutes Spiel, was auch viele Stunden Spaß macht. Genaue Zeit kann ich noch gar nicht sagen, weil ich selbst noch nicht durch bin und es, glaube ich, noch keine Info darüber gibt, wie lange es dauern wird. Auf jeden Fall sind es mehr als 12 Stunden, die ich, glaube ich, hier schon reingebuttert habe, beziehungsweise mein eines Safe ging zwar bis 6 Stunden, aber es zeigt schon so ein bisschen von der Gesamtkarte. Und ich würde mal tippen, 20 Stunden sind bestimmt drin. Wenn du alles machst, sind es bestimmt 40 Stunden. Vielleicht vertue ich mich auch gerade total. Egal, es wird sich auf jeden Fall lohnen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, ist angespielt. Und bis zum nächsten Mal. Euer Pascal und das GamesPlanet.com-Team. Tschüss.